Ihr habt eure erste Kurzwaffe gekauft oder auch Langwaffe und dann benötigt ihr auch Reinigungsgerät. Ich möchte hier in diesem Video ganz kurz darauf eingehen, was so das absolute Minimum, der Grundstock ist, was man an Reinigungsgerät benötigt. Viele von euch, die schon länger im Schützenwesen unterwegs sind, kennen diese Stäbe hier. Klar, die funktionieren, sie tun das, was sie sollen. Das ist jetzt, sag ich mal, aus einem 9,95 € Set, die man bei jedem x-beliebigen Büchsenmacher, Händler und so weiter bekommt. Sie tun das, was sie sollen. Sie haben einen gelagerten Holzknauf obendrauf. Alles wunderbar. Kann man nehmen, ist für den Einstieg in Ordnung. Man kann aber auch letzten Endes die im Waffenkoffer, in der die Waffe geliefert wird, hinterlegte Putzstab genauso für die Pistole verwenden. Ja, das ist eigentlich ziemlich Wuppe. Über die Jahre hinweg, die ich jetzt die Videos mache, bekomme ich ja von diversen Herstellern auch Produkte, die ich teste und die ich euch auch vorstelle. Und bei einem Produkt und einem Hersteller bin ich hängen geblieben und das ist hier zum Beispiel die Firma Niebling. Und das hat einen ganz bestimmten Grund oder es hat zwei Gründe. Ein ganz elementarer Grund ist für mich, dass ich ein Gewinde für alle Bürsten habe. Das heißt, es spielt keine Rolle, ob ich jetzt hier Kaliber 12 für die Flinte nehme, fürs Kaliber 3,9 mm die Bürsten nehme. Sie haben alle das gleiche M4er Gewinde. Das heißt, ich brauche nicht wie bei einem US-Hersteller hinzugehen und ständig irgendwelche Adapterstückchen anzubringen oder irgendetwas, damit ich unterschiedliche Putzutensilien, Schaber, Ölbürsten, Wollwischer, Patchhalter und so weiter anbringen zu können. Das ist für mich ein riesen, riesen Vorteil und spart da hinten raus auch wieder Geld, weil ich muss mir keinen Kopf machen. Ein weiterer Aspekt für mich ist die Bürste. Und dass die Bürsten jetzt hier in diesen Röhrchen geliefert werden, ist ein ganz nettes Gimmick. Hilft ein bisschen beim Ordnung halten. So, das ist jetzt die Bürste, die zum Beispiel fürs Kaliber 9 mm, 357, 38 und so weiter zur Verwendung kommt. Das hier ist jetzt eine Bürste, die habe ich bei einem großen Händler mit dem F gekauft, die jetzt hier für diesen 0815 Putzstab gedacht ist. Bereits nach wenigen Einsätzen sehen wir hier, diese Bürste hat einen massiven Kariesbefall. Das heißt, da sind kaum noch Borsten tatsächlich auf der einen Seite mit drauf. Und ich meine, ich mache nichts anderes als eine 9 mm Bürste durch einen 357er Lauf und einen 9 mm Lauf zu treiben. Ja, also jetzt, ich mache damit nichts Ungewöhnliches. Ja, hier ist genau so ein Fall. Ja, das ist jetzt von Tetra Gan eine Bürste und die ist auch nicht gerade billig gewesen. Ja, so, und trotzdem hier total verranzt, verrammelt und so weiter. Ja, also echt, da geht mir eigentlich die Hutschnur hoch. So, jetzt haben wir hier die Bürste von der Firma Niebling, die auch schon, auch wenn sie nicht unbedingt danach aussieht, sie ist tatsächlich schon zigmal benutzt worden von mir. Und die hat so gut wie keine Borste verloren. Die Qualität dieser Bürsten passt einfach und das ist für mich das Ausschlaggebende. Das heißt, ich habe keine Borsten, die sich irgendwie im Griffstück absetzen können. Gar nichts. Ja, die bleiben genau da, wo sie sind. Und das ist für mich ein ganz, ganz maßgebliches Kriterium an Qualität. Ich habe bei der Firma Niebling einfach die Auswahl an Bürsten, die wie gesagt auf den Stab draufpassen, der quasi eigentlich immer der gleiche ist. Sehr gut kugelgelagert, wunderbar. Die Gewinde sind absolut stimmig. Hier ist alles bündig. Ich habe modularen Einsatz, das heißt, ich kann beliebig verlängern, indem ich einfach weitere Stäbe hinzunehmen. Dieses Set, ja, es kostet gutes Geld, kostet glaube ich über 100 € das Maxi-Set, aber es lohnt sich. Man muss aber nicht dieses komplette Set nehmen. Man kann auch die Teile sich zusammenstellen in das Custom-Set und dann kommt man bedeutend günstiger damit weg. Das ist also immer eine Frage des persönlichen Bedarfs. Diese Tasche habe ich einfach den Vorteil, ich habe hinten ein Molle-System drauf und ich kann es mir an den taktischen Rucksack dran packen, ich kann sie in den Rucksack reinschmeißen, in den Rangepack reinschmeißen, wie auch immer.
Ich habe, wie gesagt, die Vielzahl an Bürsten, ob das jetzt hier der Bleihobel ist, ob das die weichen oder die harten Messingbürsten sind, spielt absolut keine Rolle. Es ist einfach alles vorhanden und gehört eigentlich auch in den Grundstock rein, wenn jemand zum Beispiel auch eine Flinte hat. Ein sehr nettes Helferlein, man kennt es aus den USA von dem anderen Produkt, nennt sich Borsnake, haben wir hier von der Firma Niebling zum Beispiel den Bohrblitz. Der Bohrblitz funktioniert wunderbar, ich benutze den sehr, sehr gerne, um den Lauf mal schnell durchzuziehen. Ja, wenn ich die Waffe jetzt nicht unbedingt grundreinigen will, sondern einfach nur mal Schmodder rausholen, Bohrblitz genommen, durchgezogen, 2, 3, 4 Mal, bisschen Öl drauf, bisschen Pulpo oder anderes Schmierstoff, Reinigungsmittel, egal, durchziehen, fertig. Gibt es in allen Kalibern, wird im Regelfall mit einer entsprechenden Ziploc-Tüte geliefert, damit die auch schön sauber verstaut werden kann. Macht auf jeden Fall Sinn. Was benötige ich denn noch? So, wir brauchen Reinigungsmittel. Jeder kennt's, jeder kann es kaufen, Ballistol. Klar, ist eine Variante. Ich persönlich mag es nicht, das liegt aber an dem Geruch. Wenn ich das Spray benutze, das gibt ein richtig, richtig derbes Kratzen im Hals. Mag ich es nicht unbedingt, aber ich benutze es trotzdem hier und da, um zum Beispiel jetzt einfach mal den Lauf durchzuziehen oder ähnliches. Eine andere Variante ist dann zum Beispiel hier das Brunox. Das ist einer der Gründe, warum ich das verwende. Also A, es wird auch von der Bundespolizei verwendet. B, ich habe einen 5-Liter-Kanister von dem Zeug hier stehen und ich weiß echt nicht, wohin mit dem Zeugs. Entschuldigung, es ist so. Das hat mir meine Frau mal geschenkt und auch das funktioniert sehr, sehr gut zum Reinigen. Benutze ich sehr, sehr gerne, aber nicht ganz so häufig. Liegt auch ein bisschen am Geruch. Was ich empfehlen kann in dem Moment, und da versuche ich jetzt eigentlich auch bei einem Hersteller zu bleiben, weil dann die Produkte meistens am besten miteinander harmonieren, sind die Reinigungs- und Schmierprodukte der Firma Schlehtek. Wir haben hier zum Beispiel auf Wasserbasis den Gun Cleaner. Mit diesem kriege ich sogar die Glock vorne an der Mündung, nachdem sie im Roni-Schaft verwendet wurde, wieder sauber. Und zwar ohne Gewalt, ohne nennenswerte grobe Einsätze. Drauf sprühen, kurz einwirken lassen, mit dem Lappen abwischen. Geht wunderbar, ein super, super Zeug. Greift weder Kunststoff an, noch Brünierungsoberflächen, noch sonst irgendetwas. Für die grobere Verschmutzung, die es aber geben kann, zum Beispiel bei der Sig Sauer, der Verschlussblock innen drin, da sammelt sich sehr, sehr gerne Tombak an und das ist echt richtig übel runterzukriegen. Da benutze ich sehr gerne den Carbon-Schwarzpulver-Entferner. Der funktioniert auch sehr, sehr gut. Ist ein bisschen gröber, benutze ich nur dann, wenn es tatsächlich erforderlich ist. Aber er funktioniert wirklich gut. Auch interessant ist zum Beispiel, das ist bei mir mittlerweile leer, der Bohrcleaner. Hat den riesen Vorteil, A, es riecht ein bisschen nach Kaugummi, kann man als Vorteil sehen oder auch nicht. Ich habe hier eine Sonde, die ich bei Kurz- wie auch Langwaffen in den Lauf einführen kann, drücke den Düsenkopf und ziehe es entsprechend durch und benetze somit den kompletten Lauf innen drin mit dem Reinigungsmittel. Hat den Vorteil, es ist direkt drin, ich brauche keine Bürste oder ähnliches, sondern es löst auch damit sehr, sehr gut alle Bestandteile, die da drin waren und macht somit den Lauf sehr, sehr gut sauber. Zum Schmieren nehme ich dann tatsächlich, und das kann ich auch sehr gut empfehlen, das 2-in-1 Gun Tuning Öl von Schlehtek. Gibt es in unterschiedlichen Gebinden. Das gibt es einmal hier als Spray. Für unterwegs gibt es das auch als kleinen Ölstift. Finde ich eine sehr praktische Sache. Benutze ich sehr, sehr gerne. Oder auch hier als Fläschlein mit einem entsprechenden nachfüllbaren Ölstift. Auch eine sehr coole Geschichte mit dem Punktöler. Das heißt, ich habe hier, das Ding ist durch Ohrringe gedichtet und ich kann einfach hier Öl raus tröpfchenweise tatsächlich punktuell aufbringen. Und zwar auch an Stellen, wo ich sonst mit den Händen nicht oder mit dem Spray nicht so punktuell genau reinkommen, zum Beispiel hinten Abzugsgestänge bei einer Glock, einfach nur Pünktchen Öl da rein, alles wunderbar. Für Waffen, die aus Polymer bestehen, benutze ich dann zum Beispiel auch hier das Sniper Gun Grease von Schlehtek, auch eine sehr schöne Leistung.
auch eine sehr schöne Sache, ist extra dafür gemacht, für die Kombination Metall und Kunststoff. Also es ist tatsächlich für Polymerwaffen konzipiert worden. Ich nehme aber nicht nur die Produkte der Firma Schlätek. Ich bin mittlerweile an einem Punkt angelangt, dass ich auch durchaus einen Mix der Materialien mache. Und zwar gehe ich auch hin und nehme hier das Ostermeier Premium Waffenfett. Das nehme ich gerade an Stellen, die unter konstanter Reibung stehen, wie zum Beispiel vorne an der Mündung am Lauf, also außen, so die, ungefähr die erste Hälfte vom Lauf am außenrum, wird von mir mit diesem Ostermeier-Fett versorgt. Oben, wo die Patronenkammer Richtung Schlitten geht, da kommt auch bei mir das Ostermeier-Fett drauf. Hat eine sehr, sehr gute Schmierwirkung, funktioniert tadellos und ist extremst ergiebig. Genauso verwende ich auch, aber jetzt nicht ganz so gerne. Aber das liegt nicht an dem Öl, sondern einfach an diesem Fläschchen, weil das ist ein bisschen unglücklich gemacht in meinen Augen. Das hatte ich aber auch in dem Produktvideo gesagt. Das Waffenschmieröl von Ostermeier ist auch ein keramikbasierendes Öl. Funktioniert auch sehr gut, ist sehr temperaturbeständig etc. Kann ich genauso empfehlen wie auch das Fett. Er hat auch ein bisschen was hier an dem Deckel gemacht, dass es nicht mehr so rausläuft. Schmiert sehr, sehr gut, ist mir persönlich ein bisschen zu dünnflüssig, als dass ich das jetzt in die Führungsrillen des Schlittens reinbringen wollte. Aber das ist immer eine Geschmackssache. So, jetzt habe ich euch hier viele, viele Produkte gezeigt und das ist noch lange nicht alles. Das ist aber das, wo ich sage, das ist so ein bisschen ein Grundstock. Und was ihr am Ende des Tages tatsächlich für Material euch zulegt, ist immer eure Sache. Ich kann euch hier lediglich Produkte aufzeigen, die es auf dem Markt gibt und von denen ich persönlich auch durchaus überzeugt bin. Und die Produkte, die ich euch hier vorgestellt habe, von denen bin ich wirklich überzeugt. Ich benutze sie jetzt schon eine ganze Zeit lang. Ich sage mal, die Firma Niebling benutze ich jetzt schon seit einem guten Dreivierteljahr. Und wie gesagt, ich habe da noch keine Bürsten erneuern müssen. Und das ist für mich allein schon ein Ding. Und die kostet 2 Euro paar Zerquetsche, kostet eine Bürste. So, und bei dem großen Händler mit dem Elf hole ich einen Zweierpack Bürsten und die Dinger sind nach 2-3 Mal benutzen, sind die kaputt. Ja. So, das heißt, auf der einen Seite, klar, es klingt erstmal teuer, wenn ich ein bestimmtes Produkt kaufe, wie jetzt die von der Firma Niebling, aber auf der anderen Seite spare ich wieder, weil ich nicht alle Nasen lang mir neue Bürsten kaufen muss. Ja, also das ist immer eine gewisse Abwägungssache. Wer Zieloptiken zum Beispiel hat, der Optik-Cleaner der Firma Schlätek ist auch eine richtig geile Thematik, funktioniert auch sehr, sehr gut zum Beispiel, um LED-LCD-Fernseher sauber zu machen. Geile Sache, da geht echt jeder Mist runter, ohne dass die Oberfläche angegriffen wird. Also es ist durchaus auch multifunktional nutzbar. Wie gesagt, als Grundstock, ihr braucht halt tatsächlich einen vernünftigen Reinigungsstab, um die Waffe zu säubern. Sie soll die richtige Länge haben, sie muss stabil genug sein, sie sollte nicht gageln und sollte kalibertreu sein. Ihr braucht das entsprechende Reinigungs- und Pflegemittel. Da gibt es, wie gesagt, so viele Produkte auf dem Markt, keines davon wird schlecht sein. Was ihr da tatsächlich nehmt, ist absolut euch überlassen. Ich persönlich nutze die Produkte der Firma Schlätek und Niebling, weil ich einfach von den Produkten überzeugt bin. Die Firma Ostermeier ist genauso ein tolles Material, finde ich auch sehr, sehr gut, funktioniert wunderbar und ich benutze es auch. Wenn ich aber jetzt tatsächlich für das Daily Reinigen einer Waffe mir das Material hole, dann sind es tatsächlich diese zwei Primärhersteller, muss ich ganz ehrlich sagen und kann ich absolut wärmstens empfehlen. Wenn ihr Fragen habt, was man so als Grundstock noch benötigt oder wo ich sehe, dass man vielleicht noch etwas, dass vielleicht hier jetzt irgendetwas nicht erwähnt wurde, dann postet es unten in den Kommentaren und wie immer werde ich auch entsprechend antworten. In diesem Sinn, macht's gut!